Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Da geht es um die sogenannten B-Bäume. Und das schon mal vorab, das sind keine Binärbäume. Wer B-Bäume als Binärbäume bezeichnet, der stellt sich ungefähr auf die gleiche Stufe mit dem, der von einer If-Schleife spricht. Ja, das ist also kompletter Unsinn. If-Schleife ist eine Verzweigung und B-Bäume sind keine Binärbäume. Also, was sind B-Bäume? Benannt sind sie nach ihrem Erfinder. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, wie sie funktionieren. Also, B-Bäume sind 1970 von Rudolf Bayer erfunden worden. Also das ist der gleiche, der 1972, also zwei Jahre später, die Rot-Schwarz-Bäume mit erfunden hat. Aber wie wir gleich sehen werden, sind die B-Bäume Bäume mit einer sehr hohen Ordnung. Das heißt also, die Blätter von B-Bäumen speichern sehr viele Daten. Wie gesagt, das sind keine Binärbäume. Also, das war wieder unser Rudolf Bayer, der jetzt inzwischen in München lebt. Und der andere Erfinder heißt Edward McCreight. Schreiben wir es ruhig auf. Und die haben zu der Zeit bei Boeing gearbeitet und haben dort Software entwickelt und haben ein Papier rausgegeben, das heißt Organization and Maintenance of Large Ordered Indices. Organization and Maintenance of large ordered indices. So hieß der Artikel. Und wie immer ist es, finde ich, ganz spannend, sich die Originalartikel mal anzuschauen. Und der ist jetzt ein bisschen länger als die, die wir schon gehabt haben. Der ist also hier der Titel Bayer und McCreight. Und das ist in der Mathematical Information Science Report 20 von den Boeing Scientific Research Labs, Juli 1970. Der Artikel ist etwa 30 Seiten lang, liest sich aber gut. Also wenn Sie es sich antun wollen, überfliegen Sie ihn zumindest mal. Ich habe ihn im Skript auch verlinkt. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn man Originalliteratur liest und sich nicht nur auf Sekundärliteratur verlässt. Und wie gesagt, dieses Papier ist eigentlich ganz gut zu lesen. Es sind auch Beispiele drin und die sind auch anschaulich, wie ich meine. Da zeigt er also, wie so eine Seite organisiert ist und wie so ein Baum aussieht. Da kann man es also nochmal genau nachvollziehen. Er hat sogar den Algorithmus zumindest für die Suche angegeben. Ja, also wie gesagt, das ist ein sehr interessanter und ausführlicher Artikel, der auch ganz gut zu verstehen ist. Aber wir schauen uns einfach mal in Ruhe an, was B-Bäume sind. Die sind nämlich von hoher Bedeutung. B-Bäume sind tatsächlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Alle Dateisysteme, also sowohl das NTFS von Microsoft als auch praktisch jedes moderne Dateisystem von Linux basiert auf B- bzw. B-Plus-Bäumen, wie wir gleich sehen werden. Und diese spielen also eine immense Rolle in der heutigen Verwaltung von großen Datenmengen. Auch Google, die sogenannte Spanner-Datenbank von Google, Spanner, weil sie weltumspannend ist und replizierend ist, auch die Spanner-Datenbank von Google, und die verwalten ja nun wirklich viele Datenmengen, basiert natürlich auf B- bzw. B-Plus-Bäumen. Also, schauen wir uns mal ein bisschen näher an, worum es da geht. Also, es sind keine Binärbäume. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, denn sie outen sich ein bisschen arg, wenn sie B-Bäume als Binärbäume bezeichnen. Also bitte nicht dieses Missverständnis. Also ein B-Baum ist ein Suchbaum, dessen Knoten sehr viele Einträge haben.
Also das ist ein Suchbaum, dessen Knoten sehr viele Einträge hat oder haben. Ja, also so gesehen ist das eine Erweiterung der 2, 3, 4 Bäume und die haben eben nicht nur 2 und 3 und 4 Knoten, sondern auch N-Knoten und das N kann unter Umständen auch sehr groß sein. Ja. Und die Pfade von der Wurzel zu den Blättern, die sind alle gleich lang, wie wir gleich sehen werden. Und die Zahl der Einträge in einem Knoten, die variiert zwischen N und 2N, wobei man N als Ordnung bezeichnet. Also die Ordnung eines Suchbaums N ist die minimale Zahl von Einträgen in einem Knoten. Das nennen wir Ordnung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es auch Literatur gibt, die die Ordnung mit 2n plus 1 angeben, aber wir bleiben mal bei dieser Definition der Ordnung eines Suchbaums. Und jetzt gilt, die Zahl der Einträge liegt immer zwischen n und 2n. Also nennen wir die mal k, die Einträge k im Knoten. Da gilt immer n kleiner gleich k. Jetzt bin ich hier schon wieder bei Java. Wir können das kleiner gleich so schreiben, weil wir ja nicht programmieren. Ne? N kleiner gleich k kleiner gleich 2n. Das heißt also, diese Knoten in einem Suchbaum, die haben mindestens so viele Einträge, wie die Ordnung des Suchbaums ist, aber höchstens zweimal die Ordnung. Also wenn ein Suchbaum zum Beispiel die Ordnung 10 hätte, dann sind dort mindestens 10 und maximal 20 Einträge in jedem Knoten des Suchbaums. Lassen Sie uns gleich mal ein kleines Beispiel machen. Das heißt, wir schauen uns mal als Beispiel, natürlich mit einer sehr kleinen Ordnung, also B-Baum der Ordnung 2. Und wir nehmen, wie wir es jetzt immer gemacht haben, als Schlüssel wieder Buchstaben des Alphabets. Und dann könnte so ein B-Baum zum Beispiel so aussehen. Jetzt schreibe ich das bewusst, so wie wir unsere Listen immer geschrieben haben. Also dann hätte hier den Buchstaben C, dann den Buchstaben G, dann den Buchstaben L und den Buchstaben R. Das ist also ein Knoten, der hat 4 Einträge, zweimal die Ordnung. Und dann hängt eben hier dran, links vom C, es ist ja wieder ein Suchbaum. Ne? Wir müssen also immer daran denken, wir haben wieder Einträge, die sind immer links oder rechts von diesen Schlüsseln, beziehungsweise dazwischen. Und dann hätten wir hier unten zum Beispiel A und B. Zwischen C und G liegen beispielsweise D und E und F. Ja, Sie sehen, wir haben jetzt also schon Knoten, das sind also praktisch Fünferknoten, ein Dreierknoten und ein Viererknoten. Zwischen G und L liegt ein Knoten, da steht zum Beispiel H und J und K drin. Und
zwischen L und R könnte es einen Knoten geben mit M. Und O und P und Q. Und ganz rechts könnte noch ein Knoten dranhängen. Und der hat vielleicht, was weiß ich, nur wenige, machen wir es nicht so breit, sonst müssen wir so viel schreiben. Der hat nur wenige Einträge. Zum Beispiel T und U. So. So könnte so ein B-Baum aussehen. Also in diesem Fall liegen die Einträge zwischen zwei und haben zwischen zwei und vier Knoten. Ne? Also alle Knoten umgekehrt haben zwischen zwei und vier Einträgen. Gut, und wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwo was einfügen müsste, dann passt das entweder noch rein in die Seite oder in den Knoten, oder aber ich muss splitten und der Split funktioniert eigentlich wieder ganz ähnlich wie beim 2-3-4-Baum. Wir werden uns allerdings die Algorithmen von diesen B-Bäumen nicht so intensiv anschauen. Das übersteigt einfach den Rahmen dieser Vorlesung. Es ist ja letztlich keine Informatik-Vorlesung für Informatiker, sondern für Medieningenieure, und ich glaube, mir ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, was so ein B-Baum ist und was er macht und wo er verwendet wird. Aber hier brauchen wir nicht mehr so sehr ins Detail zu gehen, wie zum Beispiel bei den AVL-Bäumen. Gut, was sind die Eigenschaften? Und die sind wieder relativ wenige. Also, das erste ist, es ist ein Suchbaum. Also ein B-Baum ist ein Suchbaum, das heißt, er ist geordnet. Dann ist wichtig, dass alle Pfade von der Wurzel zu den Blättern gleich lang sind. Alle Pfade von der Wurzel zu den Blättern sind gleich lang. Ja, also in diesem Beispiel sind die Pfade einfach, haben die Länge 2, sind ja alle auf einer Ebene, die ganzen Blätter. Und die dritte Eigenschaft ist, dass jeder Knoten hat, außer der Wurzel muss man dazu sagen, die Wurzel spielt eine besondere Rolle, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, hat zwischen n und 2n Einträge n und 2n Einträge. Und denken Sie ruhig dran, wenn wir so vereinfacht diese Bäume immer hinschreiben, das gilt für alle Bäume, die Suchbäume, die Binärbäume, die AVL-Bäume, die 2-3-4-Bäume. Wir haben immer nur die Schlüssel hingeschrieben. Also das C und das G und das L und das R, das sind ja eigentlich Schlüssel, die auf Daten zeigen. Das Ganze ist ja immer eine Map. Und in Wirklichkeit stehen jetzt in diesen Knoten eben noch Daten drin jeweils, ne? So, jetzt sind diese Knoten eines Suchbaums ja sehr groß, ne? Und deshalb werden auch diese Knoten häufig als Seiten bezeichnet. Die Knoten eines B-Baums werden häufig als Seiten bezeichnet, Englisch dann Pages,
Das hängt damit zusammen, dass B-Bäume eigentlich immer dazu verwendet werden oder fast immer dazu verwendet werden, Daten auf Plattenspeichern, auf Festplatten zu verwalten. Und Festplatten sind in solche Seiten aufgeteilt. Kommen wir gleich noch kurz dazu. Also man kann beim B-Baum Knoten sagen oder man kann Seite sagen, das ist ein Synonym. Gut, die Höhe eines B-Baums mit m Einträgen, die beträgt also Logarithmus zur Basis n von m, ne? Also die Höhe eines B-Baums mit m Einträgen ist Logarithmus zur Basis n von m. Und daraus ergibt sich eben wieder, dass die maximale Pfadlänge logarithmisch begrenzt ist. Die Basis des Logarithmus spielt eigentlich keine Rolle. Und deshalb wissen wir wieder, die Operationen auf B-Bäumen, die haben wieder logarithmische Komplexität. Also das heißt, die Methoden haben Komplexität der Ordnung log n. Das heißt, das ist wieder ein logarithmischer Suchbaum, der aber noch ein kleines bisschen effizienter ist und der, wie wir gleich sehen werden, sich besonders gut eignet, um Sachen auf Festplatten und auf externen Speichern zu verwalten. Ne? Wir gehen aber jetzt aus Zeitgründen nicht mehr auf die Details von B-Bäumen ein. Das würde, wie gesagt, zu weit führen. Nur, dass Sie grob die Struktur wissen, dass Sie wissen, wir haben wieder O log n Komplexität, das ist ganz wichtig, dass es ein höherwertiger Baum ist. Das heißt also, dass die Knoten oder auch die Saiten, wie man sagt, sehr viele Einträge haben können. Und ansonsten funktioniert das ganz ähnlich wie der 2-3-4-Baum. Das heißt also, wir splitten wieder, wenn wir zu viele Einträge in einer Seite haben. Dann vielleicht noch ganz kurz der Begriff B-Plus-Bäume. B-Plus-Bäume trennen die Speicherung von Schlüssel und Daten. Also, das ist nochmal ein ganz wichtiger Begriff. Trennen die Speicherung von Schlüsseln und Daten. Und das heißt, in den B-Plus-Bäumen gibt es eine unterste Ebene, also sozusagen unterhalb der Ebene, die wir hier oben noch gezeigt haben. Und unter dieser Ebene in dem B-Plus-Baum, da liegen alle Daten. Und während in einem normalen B-Baum die Daten in den Seiten selber liegen würden. Das ist also der Unterschied. Die sind ein bisschen später erfunden und beschrieben worden, aber die haben im Prinzip sonst die gleichen Eigenschaften wie B-Bäume. Und das ist besonders bei Dateisystemen von großem Vorteil, wenn man diese Datenstruktur verwendet. B-Bäume und B-Plus-Bäume sind dazu geeignet, um enorm große Datenmengen zu verwalten. Und vor allen Dingen Datenmengen, die eben nicht mehr in Hauptspeicher passen. Also die Anwendung, das sind sehr große Datenmengen, die nicht mehr in den Hauptspeicher passen. Ja, und wo werden die Dinger tatsächlich eingesetzt? Nun, also praktisch jedes Datenbanksystem setzt B-Bäume ein, um die Indizes von Tabellen zu verwalten. Also das sind einmal Datenbanksysteme. Also beispielsweise MySQL, Oracle,
Microsoft SQL und so weiter. Es gibt ja sehr viele. Die setzen, also praktisch alle, kann man sagen, verwenden B-Bäume für die Verwaltung von Indizes. Also wenn Sie in einem Datenbanksystem eine Tabelle haben und die Tabelle hat 10 Millionen Einträge und Sie wollen nach bestimmten Merkmalen in diesen Einträgen suchen, also beispielsweise sind die Einträge Telefonnummer und Name und dann vielleicht noch die Adresse, dann können Sie zum Beispiel einen Index legen auf die Telefonnummer und das ist dann so ein B-Baum, den das Datenbank anlegt. Und dieser Index, der ermöglicht dann eben in logarithmischer Komplexität nach Telefonnummern zu suchen. Und wenn Sie auch nach Namen suchen wollen, würden Sie im Datenbanksystem zusätzlich einen Index legen auf den Namen und dann können Sie da auch logarithmisch nach dem Namen suchen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört wirklich zum Rückgrat von Datenbanksystemen, diese B-Bäume. Denn Datenbanksysteme müssen davon ausgehen, dass sie die Daten nicht mehr in den Hauptspeicher reinkriegen. Das sind ja teilweise so große Dinge, so große Datenmengen, die die verwalten, dass die ausschließlich auf der Festplatte, auf Festplatten ausgelagert werden müssen. Aber eine Stufe drunter ist auch eine ganz wichtige Anwendung, das sind nämlich die Dateisysteme selbst. Also Datenbanksysteme und Dateisysteme sind so die wichtigsten Anwendungen, die einem schnell einfallen. Die müssen ja auf der Festplatte die Daten verwalten, mehrstufig. Die haben nur so eine physikalische Verwaltung von Blöcken und darüber ist dann sozusagen die Verwaltung von den Verzeichnissen und von den Dateien und wie die Dateien in den Blöcken verteilt sind und so weiter und so weiter. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Dateisystemen. Man kann auch wieder sagen, fast alle modernen Dateisysteme nutzen B-Bäume. Also zum Beispiel das BTRFS. Das ist ein Linux-Dateisystem. Und das trägt das schon im Namen. Also das steht nämlich für B-Tree File System. Also wenn Sie dieses BTRFS mal hören, diese Abkürzung, das steht für B-Tree File System und die verwenden tatsächlich B-Bäume und B-Plus-Bäume. Die werden in fast allen modernen Dateisystemen eingesetzt. Also beispielsweise das NTFS von Windows verwaltet die Daten in dem B-Plus-Baum und praktisch also alle, das ext4 zum Beispiel, das riserfs, das xfs und auch das zfs von Linux. Alle verwenden sie B-Bäume. Ja, also die alle verwenden B-Plus-Bäume, nicht B-Bäume. Also das ist eine extrem wichtige Datenstruktur und man sollte zumindest den Namen kennen und wenigstens grob wissen, was sich dahinter verbirgt. Alles das sind natürlich Suchbäume, die, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise alle mehr oder weniger von den AVL-Bäumen abgewandelt sind. Das sind Verbesserungen, Erweiterungen, Höherwertigkeit, 2, 3, 4 Bäume. Das sind alles Erweiterungen von der ursprünglichen Idee. Auch die arbeiten letztlich wieder teilweise mit Rotationen, wie zum Beispiel die Rot-Schwarz-Bäume. Und hier dieser Split funktioniert ein bisschen anders. Aber die Idee ist immer die gleiche, die Bäume auszugleichen und dafür zu sorgen,
dass die Pfade in diesen Bäumen nicht entarten und nicht extrem lang werden. Und diese Datenstrukturen, die sind also extrem wichtig für die Datenverarbeitung insgesamt. Also egal, ob das jetzt Betriebssysteme sind, wie die Mittel-Dateisysteme oder irgendwelche andere Systeme, die enorme Datenmengen verwalten müssen, da kommen fast ausschließlich B-Bäume oder B-Plus-Bäume zum Einsatz. Vielleicht noch eins, die typische Blockgrößen von diesen Dateisystemen. Die liegen also zwischen 4K-Byte, also Kilobyte, und bei dem ZFS sind es, glaube ich, sogar 128 Kilobyte. Und die Ordnung von so einem Baum, die wird dann also so festgelegt, dass eine Seite eben maximal diese Größe hat. Also die Ordnung von so einem Baum, die wäre dann zum Beispiel 2 Kilobyte, allerdings noch geteilt durch die Größe, die so ein Eintrag braucht. Also wenn so ein Eintrag zum Beispiel 16 Byte groß ist, dann haben wir also irgendwas zwischen 16.384 bei den 128 Kilobyte und 128 bzw. 256 bei den 4 Kilobyte. Ja, so muss man sich das vorstellen. Das heißt also, wenn man diese Blockgröße festlegt, dann schaut man sich die Hardware an, auf der das ganze Ding läuft. Also man schaut sich zum Beispiel an, was hat das Filesystem für eine Blockgröße. Und die Seitengröße wird dann auf diese Blockgröße angepasst. Und das heißt eben, die Seiten von solchen B-Bäumen hängen direkt von der Größe der Hardware ab. Das machen auch nicht nur die Dateisysteme, klar, die arbeiten ja direkt an der Hardware, sondern auch die Datenbanksysteme so, die schauen sie einfach an, was habe ich für ein Dateisystem, und dann optimieren sie die Blockgröße. Und damit ist natürlich dann auch der I/O optimiert. Das heißt, wir haben einen optimalen Input-Output, denn wenn ich immer einen ganzen Block von der Festplatte lesen kann, dann ist das so ziemlich das Beste, was man machen kann. Oder wenn ich eine bestimmte Menge von Blöcken gleichzeitig lesen kann. Das optimiert den I/O also enorm. Und auch das ist ein Grund, weshalb diese B- bzw. B-Plus-Bäume an der Stelle eingesetzt werden. Ja, soviel mal zu den B-Bäumen. Und damit haben wir wirklich alle Suchbäume behandelt. Sie sollten auf jeden Fall für die Prüfung wissen, was ist ein Suchbaum, was ist ein AVL-Baum. Sie sollten Suchbäume und AVL-Bäume konstruieren können und die Algorithmen darauf ganz gut kennen. Bei den 2-3-4-Bäumen reicht es, wenn Sie wissen, was ist ein 2-3-4-Baum, wie sieht der Knoten eines 2-3-4-Baums aus und was hat es für grobe Eigenschaften. Das Gleiche gilt für die Rot-Schwarz-Bäume, wo werden sie eingesetzt. Und am Schluss noch die B-Bäume, und da sollten Sie auch nur die Eigenschaften kennen und müssen keinen B-Baum konstruieren können. Haben wir auch nicht durchgenommen. Ja, so viel mal dazu. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.